Mich überrascht immer wieder, welch große psychische Kräfte Hinterbliebene entwickeln, wenn es um die Ruhefeier geht. Mein Name ist Wolfgang Weigand, ich bin freischaffender Theologe. Ich begleite seit 20 Jahren Menschen bei Lebensübergängen, bei Geburt, bei Trauung, bei Abschied und Tod. Es wirkt an mich so, als stünden die Hinterbliebenen wie unter dem Adrenalinschub. Die sind nicht euphorisiert, das wäre das völlig falsche Wort, aber sie haben wahnsinnige Power, wahnsinnige Energie, sie sind sehr präsent, sie empfangen alle Gäste, sie überstehen den ganzen Kontrollierungsparcours, also alle stehen da, kontrollieren, sie haben eine unglaubliche Kraft und gleichzeitig erlebe ich aber auch immer wieder, dass die Kraft, nachdem die Ruhefeierlichkeit oder der ganze Tag vorbei ist, dass es wieder ein bisschen zusammenbricht. Was oft vorkommt, ist, dass die Leute im Alltag viel zu spät Hilfe suchen. Also ganz viele Leute haben das Gefühl, sie müssen das allein bewältigen. Man muss stark sein, man muss den anderen Partner auch noch ersetzen. Und dann ist es ganz oft so, dass man nach ein paar Monaten einfach in ein tiefes Loch geht. Und da raten wir wirklich, dass man die Hilfe von Anfang an sucht, dass man auch mal Unterstützung holen darf. Normalerweise ist ein Familiensystem ja, es funktioniert. Es hat eine diverse Aufgabenverteilung, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Jedes Familiensystem hat seine Dynamik. Wer kommuniziert nach Hause, wer ist eher fürs Innenleben zuständig? Das stabile Gefüge, das geht ja völlig aus dem Gleichgewicht, wenn jemand stirbt. Unter Alltagsbewältigung verstehe ich, dass man eigentlich all die alltäglichen Sachen muss regeln muss. Dazu gehört sicher auch Kinderbetreuung, wenn man Kind hat. Man muss trotzdem weiterhin arbeiten. Uns ist wirklich wichtig, dass wir genau den Bedarf vermitteln und dass wir dann genau dort gezielt können unterstützen können. Wir haben ein sehr grosses Netzwerk. Unsere Partner werden immer geprüft, also wir holen Referenzen ein. Da gibt es eine strenge Qualitätskontrolle. Also wir versuchen eigentlich für alle Alltagsprobleme, die so auftauchen können, einen geeigneten Partner zu haben und dann nachher eine individuelle Lösung suchen. Die Hinterbliebenen, mit denen ich im Kontakt bin, für die ist es ja meist das erste Mal, dass sie so etwas regeln müssen. Also die meisten sagen mir, ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Beerdigung organisieren muss. Ich bin noch nie auf dem Bestattungsamt gewesen. Es ist für sie eine völlige Überforderung, weil sie die Abläufe auch nicht kennen und weil sie auch nicht wissen, was müssen sie alles berücksichtigen. Und ich glaube, da kann ich ihnen im Sinn von einer professionellen Distanz und gleichzeitig auch von einer grossen Anteilnahme, kann ich ihnen einfach aufzeigen, was wäre denn noch wichtig oder haben sie denn an da gedacht. Und das hilft ihnen schon, einfach zu delegieren.